Guten Tag, mein Name ist Oliver Jans und ich begrüße Sie zur Sprechstunde Altona, eigentlich aus dem Asklepios Klinikum Altona, heute aus dem Homeoffice, da unsere Regieassistenz einen Corona-Kontakt hatte. Deswegen bitten wir Sie auch, falls es zu irgendwelchen technischen Problemen kommt, um Verzeihung. Wir werden das so gut es geht durchführen unter diesen Bedingungen. Ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Unser Thema heute sind Dickdarmpolypen. Wann wird es gefährlich? Und dann können wir einmal unsere Präsentation starten. Vielleicht einmal zu Anfang. Am Ende können wir gerne noch auf Fragen eingehen. Ich habe gesehen, es sind schon ein paar gekommen. Einige Themen, die dort angesprochen sind schon, werde ich im Laufe der Präsentation erläutern. Aber Sie können gerne Ihre Fragen in den Chat schreiben und ich werde dann am Ende auf alles noch einmal eingehen. Können gerne schon starten damit. So, als erstes zeige ich Ihnen einmal, wie ich meinen Vortrag heute gliedern will. Erstmal geht es um die Grundlagen, dann sprechen wir über Polypen, was ist das überhaupt, dann wie man sie behandelt und dann so ein bisschen, warum man das eigentlich macht, also das Thema Vorsorge. In den Grundlagen sprechen wir einmal über den Dickdarm an sich und dann über Darmwandaufbau, den Darmwandaufbau. Das ist der Dickdarm. Hier oben in Grau ist der Magen. Von da geht es rüber in den Dünndarm, der hier in der Mitte verläuft. Und dann geht es hier am Ende des Dünndarms rüber in den Anfang vom Dickdarm, der dann hier einmal aufsteigt, quer rüberläuft und dann nach runterläuft über das S-förmige Sigma, den S-förmigen Dickdarm, runter in den Enddarm, Rektum und wo dann die Defekation nach unten stattfindet. Bei einer Darmspülung fangen wir von hier unten an. Dennoch sprechen wir hier vom Anfang und da unten vom Ende, weil das einfach die Flussrichtung des Stuhlgangs ist. Der Dickdarm hat als Hauptfunktion eine Eindickung und Speicherung des Stuhlganges. Die gesamte oder ein Großteil der Nährstoffresorption, also die Aufnahme der Nährstoffe aus der Nahrung, findet im Dünndarm statt, sodass der Dickdarm da nicht mehr ganz so viel mit zu tun hat. Dann schauen wir uns noch einmal die Darmwand an. Das ist wichtig für die späteren Themen, wenn es um Resektionen geht. Innen haben wir einmal die Schleimhaut, die sogenannte Mucosa. Dann kommt darunter die Submucosa, also die Schicht unter der Schleimhaut. Da laufen Gefäße und Nerven lang. Da wird dann die ganze Flüssigkeit und solche Sachen dann abtransportiert. Dann kommt eine dickere Muskelschicht, die dann für die Aktivität, also die Muskelaktivität, die Kontraktion im Darm verantwortlich ist. Und darunter kommt die Außenwand, die sogenannte Serosa. Wenn wir da durch sind, sind wir in der freien Bauchdecke. Da wollen wir im Rahmen der Darmspiegelung in der Regel nicht hin. Und die Polypen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, sind vor allem auf die Schleimhaut, die Mucosa begrenzt. Dann geht es einmal um Polypen. Wie findet man Polypen? Wie entstehen Polypen? Und welche unterschiedlichen Arten von Polypen gibt es? Es gibt unterschiedliche Methoden, nach Polypen zu suchen. Das eine ist halt die Dickdarmspiegelung, die Koloskopie. Kolos vom Kolon, Dickdarm und Skopie, die Spiegelung, also Dickdarmspiegelung. Das ist so der Standard. Damit kann man die Polypen direkt sehen, direkt behandeln und kann sie dann auch feingeweblich untersuchen, sodass man am Ende weiß, was es genau ist. Dann gibt es noch indirekte Untersuchungen auf Polypen, das ist sogenannte Stuhluntersuchung auf okkultes, beziehungsweise halt nicht sichtbares Blut. Das ist so, dass man halt eine Stuhlprobe abgibt, dann wird untersucht, ob dort in irgendeiner Art und Weise nicht sichtbares Blut drin steckt. Und wenn dann dieser Test positiv ausfällt, würde man im Anschluss dann eine Darmspiegelung machen. Die Rationale dahinter ist, dass Polypen, auch wenn sie relativ klein sind oder auch wenn sie größer sind, können immer kleine Mengen Blut absondern. Und das ist dann halt ein Zeichen, dass es eine möglicherweise Polypen gibt, sodass man dann, wie gesagt, im Anschluss immer bei einem positiven Befund dann eine Dickdarmspiegelung anschließen würde. Wenig sinnvoll, wobei ich das jetzt, es hört sich, ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, ist eine sogenannte virtuelle Koloskopie. Das heißt, dass man einmal den Dickdarm versucht, von innen darzustellen, mittels einer Röntgenuntersuchung im CT, in der Computertomographie oder mittels MRT, Magnetresonanztomographie. Problem ist da, dass man nur relativ große Befunde sieht und dass, wenn man Befunde sieht, man sie nicht behandeln kann. Das ist für spezielle Situationen, sind diese Sachen vorbehalten. Das ist keine Standarduntersuchung, gerade auch mit dem CT, mit der Röntgenstrahlenbelastung wäre das auch nicht sinnvoll. Jetzt geht es einmal um das Thema Koloskopie. Was ist das überhaupt? Am Anfang von der Koloskopie steht immer die Vorbereitung. Das ist auch das, was viele Patienten am unangenehmsten an der ganzen Geschichte finden, weil einmal der Darm gereinigt werden muss, weil die Darmschleimhaut von innen komplett gereinigt werden muss, damit wir sie dann gut beurteilen können und die Polypen auch sehen können.
Das beginnt in der Regel einen Tag vorher, indem man eine Abführlösung trinkt und am nächsten Tag kommt man dann zur Darmspiegelung, muss vorher noch spezielle Diäten einhalten. Das ist aber jetzt, geht zu sehr ins Detail, das möchte ich jetzt nicht erläutern. Da wird dann der Untersucher oder die Untersucherin, mit der das Vorgespräch stattfindet, wird Ihnen einen genauen Fahrplan mitgeben, wenn es in die Planung einer Darmspiegelung geht. Die Untersuchung selbst findet dann im Dämmerschlaf oder, wenn man das will, auch wach statt. Man kann das wach machen, das ist in der Regel nicht stark unangenehm. Es kommt so ein bisschen darauf an, was für einen Darm man hat, wie einfach der Weg da hoch ist. Wir empfehlen immer den Dämmerschlaf, weil es einfach für den Patienten oder die Patientin am angenehmsten ist. Dämmerschlaf heißt, man kriegt ein Medikament gespritzt, dass man so ein bisschen wegdämmert, man schläft dabei, kriegt nichts von der Untersuchung mit. Das ist aber keine Vollnarkose, man wird nicht künstlich beatmet. Die Medikamente, die man da in der Regel benutzt, sind Sachen wie Midazolam, Dormicum und vor allem auch Propofol. Die wirken sehr schnell und die Wirkung ist auch sehr schnell wieder weg, sodass man das dann auch sehr schnell und sicher machen kann. Die Vorsorgeuntersuchungen bei der Darmspiegelung finden in der Regel ambulant statt, sodass man dann halt, nachdem man sich vorbereitet hat, am Tag dahin geht und dann am nach der Untersuchung dann die Arztpraxis wieder verlässt. Da sollte man eine Begleitung in der Regel mitbringen, weil man selber möglicherweise noch ein bisschen duselig ist durch die Betäubung. Und wenn dann in der Vorsorgeuntersuchung größere Polypen gefunden werden oder sehr viele Polypen, kann es sein, dass der Untersucher sich entscheidet, das ist zu viel für eine Praxis, für eine ambulante Koloskopie. Das muss jetzt im Krankenhaus stattfinden. Und dann kommen sie zu uns. Wir haben im Krankenhaus andere Möglichkeiten. Zum einen haben wir mehr Erfahrung mit großen Polypen, weil das unser täglich Brot ist. Diese kleinen Sachen, Vorsorgeuntersuchungen, dafür sind wir als Krankenhaus nicht da. Wir sind für die großen, für die komplizierten Sachen da. Bei diesen komplizierten Sachen, bei den größeren Sachen steigt natürlich dann auch das Komplikationsrisiko und das ist der Grund, warum das Ganze dann im Krankenhaus stattfindet, sodass, falls es zu Komplikationen kommt, also Blutungen oder Verletzungen der Darmwand, dann direkt ein Arzt 24 Stunden am Tag da ist, dass man möglicherweise dann noch eine Bildgebung machen kann, ein CT machen kann, dass auch direkt ein Chirurg da ist, falls man operieren muss, also als besseres Sicherheitsnetz halt. Insgesamt ist aber die Darmspiegelung eine sehr sichere Untersuchung, wo selten Komplikationen auftreten. Der Großteil der Komplikationen sind Blutungen, die sich relativ gut beherrschen lassen. Und diese Verletzungen der Darmwand sind schwerere Komplikationen, die aber zum Glück selten auftreten. Wie findet dann so eine Darmspiegelung statt? Hier sehen wir einmal so ein Piktogramm. Ich muss mal einmal mir den Zeiger aktivieren, damit Sie auch sehen, wo ich hinzeige. Genau, sehen Sie nur Piktogramm. Hier ist der Untersucher, hat hier das Endoskop in der Hand, das er einmal über den After dann in den Dickdarm einführt. Hier sehen Sie einmal die Spitze von dem Endoskop. Da gibt es viel Technik drin. Das ist einmal eine Videokamera und eine Lichtquelle drin, damit dann der Untersucher oder die Untersucherin auch sehen kann, wo er ist. Und das Ganze wird auf so einem Bildschirm übertragen. Dann haben wir einen Absaugkanal, wir können spülen, wenn noch irgendwo Restverschmutzung oder Blut ist, können wir das absaugen und wir haben auch einen Kanal, über den wir Instrumente vorführen können, um dann im Darm halt auch zu arbeiten. Und währenddessen schläft die Patientin, der Patient, möglicherweise noch eine Infusion oder halt ein Betäubungsmittel dazu hat. Dann nochmal ein kleiner Exkurs. Ich hatte gerade schon von diesem okkulten Blut gesprochen. Das sind die aktuellen Vorsorgeempfehlungen in Deutschland, die sich dann entsprechend auch in den Kostenübernahmen durch die Krankenkasse widerspiegeln. Ab 50 Jahren wird die Früherkennung bezahlt für Dickdarmkrebs. Man fängt an zwischen dem 50. und 54. Lebensjahr mit einem Test auf verstecktes Blut im Stuhl einmal im Jahr. Das ist das, was ich vorhin erzählt hatte, dieses okkulte Blut. Und dann ist es so, dass Frauen ab 55 und Männer ab 50 Jahren zweimal alle 10 Jahre eine Darmspiegelung bezahlt bekommen. Wenn es dann zur Detektion von Polypen kommt, dann kann dieses Intervall auch verkürzt werden. Und wenn man sagt, nee, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, eine Darmspiegelung zu machen, kann der Ressentiments haben. Bevor ich mit Medizin angefangen habe, fand ich das auch eine ganz komische Vorstellung, dass jemand in meinen Darm reinguckt. Jetzt, wo ich das jeden Tag mache, finde ich es völlig normal. Aber wenn man da Ressentiments hat, was halt für mich halt, wie gesagt, nachvollziehbar ist, dann kann man dann alle 2 Jahre eine Stuhluntersuchung auf dieses okkulte Blut machen, wenn man keine Darmspiegelung haben will. Und wenn dann aber ein positives Ergebnis da ist, sollte man auf jeden Fall eine Darmspiegelung machen, um zu gucken, wo dieses Blut halt herkommt. Jetzt geht es darum, wie entstehen eigentlich Polypen?
Wichtiger Faktor ist familiäre Faktoren, also haben andere Verwandte, erstgradige Verwandte, eine Neigung zu Polypen, vielleicht auch im relativ jungen Alter. Das ist wichtig zu wissen, weil man dann entsprechend dann auch als erstgradig Verwandter früher anfangen sollte mit der Darmkrebsvorsorge. Dann ist es so, dass Männer häufiger als Frauen Polypen entwickeln. Daher auch diese Empfehlung, dass man ab 50 bei Männern und ab 55 bei Frauen eine Dickdarmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung machen kann. Dann das Alter, auch wieder, was ich gerade gesagt hatte, die Empfehlung mit dem ab 55 Jahren. Ist es ungewöhnlich, mit 30 oder 40 Jahren einen Polyp zu haben. Es ist nicht so, dass es unmöglich ist, aber es ist ungewöhnlich. Deswegen beginnt die Vorsorge halt erst ab 50 bzw. 55. Dann ist Übergewicht noch ein Faktor, ein Risikofaktor für Polypen und die Ernährung. Ballaststoffreiche Kost und wenig rotes Fleisch ist gut, damit kommt man weniger Polypen. Und so wie bei eigentlich allem, was man so irgendwie bekommen kann an der Medizin, ist Nikotin bzw. halt Rauchen schlecht und so auch für die Entstehung von Polypen. Jetzt will ich einmal einen kurzen Exkurs machen zu genetischen Polyposis-Syndrom. Was ist das? Das sind genetisch vererbbare Erkrankungen, die mit einer vermehrten Polypenbildung einhergehen oder mit einer vermehrten Entstehung von Dickdarmkrebs. Das Spezielle hier, sind wirklich genetische Erkrankungen, die auch mit Manifestationen an anderen Organen einhergehen können. Es sind unterschiedlich schwere Formen. Es gibt Formen, wo, wenn man diese Diagnose bekommt, man direkt eine Empfehlung dazu bekommt, den gesamten Dickdarm rausoperieren zu lassen. Und es gibt andere, mildere Verlaufsformen. Man sagt, nee, wir machen jetzt nur irgendwie einmal im Jahr oder alle 2 Jahre eine Dickdarmspiegelung, um da eine Vorsorge zu betreiben, die dann ein bisschen enger ist. Wichtig ist, dass wenn so ein Verdacht, der entweder durch die Familienanamnese, also durch die Familiengeschichte gegeben wird oder halt im Rahmen einer ersten Darmspiegelung, wenn halt dann ungewöhnlich viele Polypen sind oder man das im jungen Alter hatte, ist es wichtig, dass man im Anschluss eine genetische Beratung macht bei einem Facharzt für Humangenetik. Der kann mit einem dann alle diese Möglichkeiten durchsprechen und kann dann entsprechende Testungen auch machen. Und wichtig ist es natürlich dann auch, wenn man eine vererbbare Erkrankung hat, auch alle Verwandten einzubeziehen, und dann die entsprechenden Empfehlungen umzusetzen. Auf die einzelnen Polyposis-Syndrome, ich habe hier unten mal so ein paar aufgeführt, will ich jetzt nicht eingehen. Das wird dann sehr speziell. Sie sehen schon, das sind alles irgendwelche fürchterlichen Abkürzungen. Da kann man einen eigenen Vortrag mitfüllen, und zwar eigentlich mit jedem einzelnen dieser Erkrankungen. Die sind zum Glück sehr selten, nur wenn man sie hat, sollte man natürlich entsprechende Vorsorge dann betreiben. Jetzt möchte ich Ihnen einmal erläutern, welche unterschiedlichen Polypenarten es gibt. Polyp an sich ist erstmal eine sehr, sehr allgemeine Beschreibung. Das heißt einfach nur, dass es eine Vorwölbung der Darmschleimhaut ist. Also wirklich nichts sehr Spezielles. Und wir werden uns jetzt hier in dem Vortrag, und das ist auch, sagen wir, das Hauptgeschäft für die Dickdarmspiegelung und für die Vorsorge auch, auf 3 Arten von Polypen oder vielleicht auch eher 2,5 konzentrieren. Das eine sind die Adenome und dann die sessile serratierten Läsionen. Ziemlich komisches Wort. Es gibt leider keine einfache Bezeichnung dafür, werde ich noch einige Male erwähnen. Und dann gibt es noch die hyperplastischen Polypen. Das ist im Grunde auch sehr ähnlich zu den sessil serratierten Läsionen. Die sind im Rektum und im Sigma. Die hyperplastischen Polypen, wenn die kleiner als 1 cm sind, machen die überhaupt kein Problem. Kann man sie drin lassen, die entarten nicht. Das ist kein Problem. Bei den Adenomen und bei den sessil serratierten Läsionen ist es aber so, dass es da zu einer Entartung kommen kann. Und dann sprechen wir gerade bei den Adenomen von geringgradigen und hochgradigen Dysplasien oder Neoplasien. Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen: Man hat erstmal eine gesunde, normale Schleimhautzelle und die entwickelt sich dann in mehreren Schritten zu einem bösartigen Tumor, zu einem Krebs. Und das geht erstmal über die normale Schleimhautzelle, über eine geringgradige zu einer hochgradigen Dysplasie und als nächster Schritt kommt dann der Krebs oder die Krebsvorstufe halt. Und unser Ziel bei der Dickdarmspiegelung ist natürlich, das alles bei den geringgradigen Dysplasien und im möglichst kleinen Zustand zu erwischen. Weil wenn man diese Adenome oder halt auch diese sessil-serratierten Läsionen länger drin lässt, dann werden sie größer. Das macht sie zum einen schwieriger zu resizieren und zum anderen ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich Dysplasien und auch hochgradige Dysplasien entwickeln, höher, so dass dann auch die Resektion schwieriger wird. Dann gibt es noch weitere Polypenarten, Bindegewebswucherungen, entzündliche Polypenabsiedlungen. Also da kann man ein ganzes Potpourri, was es alles so im Darm noch gibt,
Aber da wollen wir jetzt heute nicht drauf eingehen. Das sind wieder Spezialfälle und wir konzentrieren uns hier vor allem auf die oberen beiden, weil, wie ich schon gesagt hatte, die hyperplastischen Polypen kümmern uns nicht viel, die sind relativ harmlos. So, das ist einmal ein Adenom. Sie sehen hier einmal einen Blick durch mit dem Koloskop. Das hier ist alles normale Schleimhaut und hier ist schon relativ gut zu sehen. Das setzt sich hier schön ab. Ein kleiner Polyp, ein kleines Adenom. Das ist alles immer relativ stark vergrößert. Durchmesser ist hier vielleicht so 4, 5 mm. Das ist ein kleines Ding, das macht uns keine Sorgen. Das kriegen wir schnell und einfach ab. Hier sehen wir wieder ein Adenom. Sie sehen, dass das Bild schärfer ist. Das liegt daran, dass wir hier ein neueres, moderneres Koloskop jetzt haben, also ein moderneres Gerät. Hier sehen Sie wieder die normale Schleimhaut. Sie sehen ein bisschen hier so die Gefäße, die unter der Schleimhaut verlaufen. Und hier haben wir einmal so im Rahmen, diesem Rahmen ein Adenom wieder. Sie sehen hier ein bisschen flacher, da müssen wird es ein bisschen höher. Das ist ungefähr 1 cm mal 0,5 cm, also auch noch klein. Das kriegen wir auch noch entspannt ab. Aber es ist auf jeden Fall größer als das, was da vor Ort zu sehen war. Jetzt gucken wir noch weiter. Und hier sehen wir jetzt schon ein bisschen größeren Befund. Hier ist wieder die normale Schleimhaut mit den Gefäßen, die man durchschimmern sieht. Und hier ist dann dieser Polyp, der geht hier unten auch noch ein bisschen weiter. Den kriegen wir gar nicht mehr so ganz komplett auf die Kamera. Und diese Adenome können sehr, sehr groß werden. Also diese Adenome können auch die komplette Innenwand des Dickdarms ausgleiten und das über auch mehrere Zentimeter, 10, 15 Zentimeter. Das sind natürlich Extrembefunde, wo wir dann auch teilweise endoskopisch an unsere Grenzen stoßen. Aber das hier zum Beispiel, das sind vielleicht jetzt immer so 3 mal 4 Zentimeter, ja wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Aber das ist schon ein großer Polyp, da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Das ist auch sicherlich eine Sache, die in der Praxis nicht mehr abgetragen wird. Damit würden Sie auf jeden Fall zu uns kommen. So. Jetzt gucken wir uns die sessil-serratierten Läsionen oder sessil-serratierte Adenome an. Hier muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Ne? Hier sehen Sie wieder die normale Schleimhaut und die Gefäße. Und wenn Sie jetzt hier genau hingucken, dann können Sie hier einen Unterschied, ich fahre das mal ab, erkennen, wie hier dann dieser Polyp aussieht. Der ist hier in der Mitte. Das ist alles Polyp. Ja. Und da sehen Sie, das wird ein bisschen komplizierter. Die sind nicht so einfach zu sehen. Das Gute ist, dass die sessil-serratierten Läsionen weniger dazu neigen, Dysplasien zu entwickeln als die Adenome, sodass man weniger oft dann daraus auch ein Krebs entstehen kann. Das ist irgendwie ganz praktisch, wenn man sie halt relativ schlecht sieht, aber da muss man schon sehr genau hinschauen. Jetzt gucken wir uns mal nochmal so einen an. Hier ist auch ein Polyp. Hier fragt man sich, wo fängt das jetzt an, wo hört das auf, was ist eigentlich hier Polyp und was nicht? Das ist wieder normale Schleimhaut. Und hier meint man so ein bisschen so eine Grenze zu erkennen, aber nach hier unten wird es irgendwie schwierig, dann zu sagen, wo hört es auf und wo fängt es an. Und bei solchen Läsionen behelfen wir uns eines Tricks, den wir auch brauchen für die Resektion. Und zwar spritzen wir unter die Läsion in die Submucosa, also die Schicht unter der Schleimhaut, eine Flüssigkeit, die gefärbt ist. Und das sieht dann so aus. Ja, hier sehen Sie, das Ganze setzt sich auf einmal ab. Das ist genau der gleiche Polyp. Das hier ist genau das gleiche. Aber jetzt ist hier ein dickes Polster in der Schleimhaut. Und weil der Polyp selber dicker ist als die normale gesunde Schleimhaut, schimmert es hier gut durch, wo normale Schleimhaut ist. Aber hier, wo der Polyp ist, sieht es anders aus. Und so können wir jetzt relativ genau sagen, wo dieser Polyp anfängt und wo er aufhört. Und dann entsprechend auch diesen Polypen sicher resizieren. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen hyperplastische Polypen an. Ich hatte schon gesagt, die sind relativ harmlos und sind aber auch nicht ganz einfach zu sehen. Hier sieht man das schön, ich bin hier sehr nah dran, kann man den gut abgrenzen. Und hier, fragt man sich, wo ist hier der Polyp? Das hier ist der Polyp. Ja, auch der ist jetzt vielleicht so 3, 4 Millimeter groß, ist kein großes Ding. Da machen wir uns keine Sorgen drum. Aber die hyperplastischen Polypen sind auch nicht so ganz gut zu sehen. Jetzt, eine Sekunde, haben wir einige Möglichkeiten, die uns helfen, diese Polypen weiter, also erstmal, dass wir sie überhaupt sehen und dann auch ein bisschen genauer anzugucken, weil wir müssen hier irgendwie auch entscheiden, ist das jetzt ein Adenom, ist das eine sessil-serratierte Läsion, ist es irgendwas anderes, vermuten wir da schon höhergradige oder geringgradige Dysplasien drin. Und da haben wir so einen kleinen Werkzeugkoffer, mit dem wir das machen können.
Das ist erstmal die normale Ansicht. Da sehen wir hier den Polypen. Das wird ein Adenom sein, sieht ein oder auch ein SSL, also eine distalserierte Läsion. Lässt sich jetzt noch nicht so ganz genau sagen. Was machen wir? Wir gehen näher dran und stellen dann uns auf so einen Makromodus, so einen Zoom-Modus. Und dann sehen wir das hier ein bisschen genauer. Jetzt sind wir sehr nah dran, können die Oberfläche beurteilen. Das sieht aus wie eine distalserierte Läsion. Und jetzt können wir das schon relativ gut sehen mit dem Nasu. Und wenn wir jetzt noch einmal so einen Farbfilter einschalten, dann filtert dieses Gerät uns bestimmte Farbnuancen raus. Das nennt man dann Narrowband Imaging NBI. Sehen Sie hier oben, haben wir eingeblendet. Und dann können wir uns auch die Gefäße, die in diesem Polypen verlaufen, relativ genau angucken. Und das, wenn wir uns dann einmal das große Bild, die Nahsicht normal und dann noch die Färbung mit dem Narrowband Imaging, mit dem NBI uns alles zusammennehmen, dann können wir in der Regel schon eine ganz gute Abschätzung abgeben, ob das Ganze jetzt was relativ harmloses ist oder vielleicht schon ein größeres Problem, also eine höhergradige Dysplasie oder vielleicht sogar schon eine Krebsform. Das ist nicht hundertprozentig sicher. Es gibt da auch noch weitere Systeme mit künstlicher Intelligenz, die einem da helfen sollen, die einem sagen sollen, was es genau ist. Aber sag mal, die Trefferquote ist alles andere als 100%. Aber es unterstützt uns dabei zu entscheiden, wie wir jetzt diesen Polypen angehen. Haben wir Verdacht, dass es vielleicht schon eine höhergradige Dysplasie sein könnte, dann würden wir vielleicht eine andere Resektionsmethode wählen. Dazu erzähle ich dann aber später noch was. Und gerade eben hatte ich schon am Anfang, bevor der Vortrag losging, hatte ich schon gehört, gelesen, dass jemand schon nach künstlicher Intelligenz gefragt hat. Das ist auch ein Teil, den ich hier einmal ansprechen will. Dazu muss man wissen, künstliche Intelligenz ist noch kein Standard. Das sind Systeme, die aktuell in Entwicklung sind und die immer weiterentwickelt werden, die noch nicht hundertprozentig ausgereift sind, die jetzt im Moment mit Studien evaluiert werden, die aber noch nicht irgendwie Standard sind. Aber man kann sich natürlich schon vorstellen, wenn man diese kleinen Läsionen hat, dass wenn man, sagen wir mal, man macht 10 Darmspiegelungen am Tag und jeder Darm sieht irgendwie mehr oder weniger gleich aus, da muss man natürlich immer hundertprozentig konzentriert sein und jeder weiß das. Die Konzentration von einem Computer ist immer bei 100%, vom Menschen ist sie nicht immer 100%. Und dann kann einem natürlich die künstliche Intelligenz helfen, auch kleine Läsionen nicht zu übersehen. Und hier sehen wir das einmal, hier ist die künstliche Intelligenz eingestellt und dann hat uns diese künstliche Intelligenz hier so einen kleinen Rahmen um den Polypen gemacht, den wir möglicherweise sonst nicht gesehen hätten. Der ist natürlich jetzt relativ klein. Die künstliche Intelligenz hat im Moment ihre Stärke eher dabei, kleine Läsionen zu erkennen. Die großen, die erkennt man halt einfach auch so sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir uns einmal ein Video an. Da schauen wir einmal. So, hier sind wir bei einer Darmspiegelung, bewegen uns rückwärts durch den Darm. Die künstliche Intelligenz ist aktiviert. So, und jetzt müssen wir mal achten, vielleicht kommt gleich irgendwo so ein Kästchen und dann wissen wir, dass da vielleicht ein Polyp ist. So, da ist was aufgeblinkt. Jetzt gucken wir uns noch einmal an. Jetzt hat er das noch ein bisschen besser erkannt, weil wir es mehr in der Mitte des Bildes haben. Und da hat uns jetzt die künstliche Intelligenz geholfen. Das ist nochmal jetzt ein Standbild. Und jetzt geht es nochmal, ja, ich glaube, jetzt können wir den Film wieder stoppen oder vielleicht einmal nochmal von vorne starten, wenn das möglich ist. Geht das einmal? Ja, genau. Und man kann sich schon vorstellen, wenn man diese Falten hier sieht, dass auch mal so ein Ding kann auch mal so sehr, sehr am Bildrand sein und wirklich nur für einen Bruchteil einer Sekunde einmal in das Bild kommen. Und dann übersieht man ihn möglicherweise als Endoskopiker oder als Endoskopikerin. Der ist jetzt nicht ganz klein, den haben wir auch gesehen, auch ohne die künstliche Intelligenz, aber das ist auch wichtig, weil das hier ist ein Karzinom, das ist ein Krebs. Das ist klein, aber das ist sehr giftig, wenn man sich das genau von der Oberfläche anguckt. Und das haben wir natürlich jetzt auch, haben wir auch gesehen, trotz vielen, auch ohne die künstliche Intelligenz, aber man kann sich vorstellen, dass die künstliche Intelligenz da vielleicht in 5 bis 10 Jahren, vielleicht auch ein bisschen später erst, uns wirklich auch unterstützen kann, gerade in der Vorsorge, wo man viele, viele Därme sieht in der Praxis, die ja in der Regel dann nicht alle viele Polypen haben, kann ihm das natürlich schon helfen. Bei uns im Krankenhaus ist es natürlich so, bei uns kommen vor allem Patienten, die schon ambulant irgendwo einen großen Polypen haben und deswegen halt zu uns kommen. Aber auch für uns ist es interessant zu sehen, wie viel da gesehen wird. Okay, dann können wir einmal zurück zur Präsentation gehen. So viel zur künstlichen Intelligenz. Jetzt haben wir uns lang genug darüber unterhalten, was so Polypen sind, wie die entstehen und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir einmal wissen, wie man das behandelt.
Und da geht es erstmal darum, was machen Polypen eigentlich für Beschwerden, ne? Über das Krebsrisiko haben wir gerade schon gesprochen. Da sage ich später im Rahmen der Vorsorge nochmal ein bisschen was. Und über die Blutungsneigung haben wir auch schon gesprochen. Es kann halt zum einen zum Verlust von sichtbarem Blut im Stuhl. Es gibt ja nicht nur unsichtbares, es gibt auch sichtbares Blut im Stuhl. Das kann halt durch Polypen verursacht sein. Und es kann auch sein, dass sich durch einen kontinuierlichen Verlust von wenig nicht sichtbarem Blut über die Polypen sich langsam ein Eisenmangel entwickelt, weil einfach der Körper immer mit Blut auch Eisen verliert. Und dann über den Eisenmangel kann es dann zu einer Eisenmangelanämie, also zu einer Blutarmut kommen. Also wie gesagt, einmal durch sichtbares Blut, aber auch durch nur eine ganz, ganz geringe Menge kann es über einen längeren Zeitraum halt zu einer Blutarmut kommen, verursacht durch Polypen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wenn man eine Eisenmangelanämie diagnostiziert bekommen hat, dass man einmal überlegt, ob es nicht vielleicht sinnvoll sein könnte, auch eine Dickdarmspiegelung zu machen. Es kommt so ein bisschen drauf an, sagen wir mal, bei einer jungen Frau ist der Eisenmangel höchstwahrscheinlich eher durch die Menstruationsblutung verursacht als durch Polypen, die ja in der Regel in dem Alter nicht entstehen. Nichtsdestotrotz, gerade auch im höheren Alter, ist es eine wichtige Differentialdiagnose, also eine richtige, wichtige Sache, die man abklären sollte, wenn es an die Abklärung eines Eisenmangels geht. Dann ist es so, dass mal, wenn die Polypen sehr, sehr groß werden, dann kann es theoretisch zu Funktionsstörungen des Darmes kommen. Das heißt, dass es irgendwie zu Verstopfung kommt, weil einfach der Polyp den Darm verlegt. Das ist bei Dickdarmpolypen eher selten und sag mal, wenn es zu Funktionsstörungen durch Polypen im Darm kommt, dann ist es meistens eher so, dass es schon ein Krebs ist und dann halt ein Darmverschluss dadurch verursacht wird. Also das ist ein sehr, sehr spätes Symptom. Ansonsten sehr selten, wenn es noch nicht ein Krebs ist. Und dann ist es so, dass bestimmte Arten von Adenomen können auch Durchfall und Schleimabgang verursachen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wenn man chronischen Durchfall hat, also nicht, wenn man mal irgendwie was Schlechtes gegessen hat und dann hat man mal so einen 2 Wochen langen Durchfall. Das muss noch nicht mit einer Darmspiegelung abgeklärt werden. Aber wenn man halt chronischen Durchfall hat, dann gehört zur Abklärung nicht irgendwie nur dieses Chimera-Reizdarm, was immer vor der Tagesschau gezeigt wird, einmal einzunehmen, sondern auf jeden Fall auch einmal eine Darmspiegelung zu machen, um auszuschließen, dass nicht vielleicht was anderes dahinter steckt. Muss nicht Polyp sein, muss nicht Reizdarm sein. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten natürlich, aber es ist sinnvoll, dann einmal eine Darmspiegelung zu machen. Jetzt wollen wir uns nochmal dem zuwenden, wie man eigentlich so Polypen behandelt, wie resiziert man Polypen. Und dazu gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Und zwar gucken wir uns noch einmal die Darmwand an, weil uns das jetzt sehr wichtig ist für die Resektion. Und da haben wir wieder innen die Schleimhaut, unten die Submucosa. Das ist jetzt da mal da spielt die Musik. Die Polypen sind in der Regel in der Schleimhaut und ein Polyp will man komplett abtragen. Wir wollen nicht noch einen Teil stehen lassen, sodass unser Ziel ist bei diesen Resektion immer die komplette Mukosa mitzunehmen und dann einen Teil der Submukosa. Gleichzeitig wollen wir aber auf gar keinen Fall tiefer als die Submukosa. Wir wollen nicht in die Muskelschicht. Wir wollen auf gar keinen Fall die Außenwand verletzen, weil dann haben wir ein Loch gemacht, eine Perforation und wir sind auf einmal in der Bauchdecke, in der Bauchhöhle und da wollen wir überhaupt nicht hin, weil dann haben wir eine Komplikation. Das heißt, wir versuchen die Schleimhaut komplett abzutragen und uns dabei aber nicht tiefer als die Submukosa, also die Schicht direkt unter der Schleimhaut zu bewegen. Und was haben wir da für Möglichkeiten, das zu tun? Wir haben relativ viele. Erläutere ich gleich nochmal im Detail. Nur den letzten Punkt will ich nicht nochmal erwähnen. Das ist die operative Resektion von Darmteilen. Natürlich ist es so, dass wenn die Polypen sehr, sehr groß sind, ist es manchmal auch so, dass wir sagen, okay, wir können das endoskopisch nicht mehr machen. Da muss der Darm rausgenommen werden. Inzwischen ist es aber so, dass wir aufgrund der vielen, vielen Möglichkeiten, die wir endoskopisch haben, dieser Joker quasi sehr, sehr selten gezogen werden muss. Wir können fast alles endoskopisch machen. Nur wenn es schon ein Krebs ist, müssen wir dann die Waffen strecken. Können wir zwar teilweise auch noch abtragen, das aber nur in speziellen Situationen, wo das eine sehr frühe Form von Krebs ist. Ansonsten muss dann halt operiert werden, aber für einen benignen Polypen muss in der Regel nicht operiert werden. Anfangen, also das Kleinste, was wir haben, ich gehe jetzt mal von klein auf groß nach groß, ist die Zangenbiopsie. Das ist einmal so eine Zange hier, die sieht hier sehr groß aus, aber diese Branchen fassen 5 mm, sodass der Polyp auch auf jeden Fall nicht größer sein darf als 5 mm. Man reißt meistens ein bisschen mehr als jetzt nur 5 mm raus, aber nichtsdestotrotz, es ist nur für sehr kleine Polypen und wird heutzutage seltener angewandt, als das früher mal war. Aber diese Zangen, können Sie sich denken, benehmen wir auch gerne für Probenentnahmen. Also wenn wir irgendwie eine Probe gewinnen wollen von einem Polypen, was
es nicht so ganz häufig passiert, aber auch aus anderen Gründen, dann wird eine solche Zange benutzt, eine Biopsiezange. Aber das sind, wie gesagt, nur die ganz kleinen. Als nächstes kommt die Schlingresektion. Das ist so das Prinzip, was sich jetzt auch gleich noch weiter fortsetzen wird. Das funktioniert so, dass man so eine Schlinge um einen Polypen rumwirft, die Schlinge dann zuzieht wie so ein Lasso und den Polypen abwürgt. Und das kann man entweder kalt machen, ohne Strom. Das sind dann so spezielle, geflochtene Schlingen, die noch so ein bisschen schärfer sind. Und damit kann man das Ganze dann abschneiden. Oder man macht das Ganze, indem man Strom über diese Schlinge laufen lässt und dann quasi heiß mit dem Strom das Ganze abschneidet. Und damit kann man eigentlich alle Polypen abtragen. Kleine und große Polypen kriegt man damit ab. Die kalte Resektion ist in der Regel auf ungefähr 1 Zentimeter maximal begrenzt. Es gibt da neuere Sachen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Und hier die größeren Sachen wird dann in der Regel heiß abgetragen. Und heiß wird nicht einfach irgendwie abgetragen, sondern mittels endoskopischer Mukosa-Resektion, der sogenannten EMR. Das ist für Polypen größer als 1 Zentimeter, aber vor allem für Polypen, von denen ich nicht erwarte, dass sie irgendwie eine Bösartigkeit haben. Das Prinzip ist folgendes: Man steckt eine Nadel unter die Schleimhaut, also unter die Mukosa, in die Submukosa und spritzt hier Flüssigkeit runter. Hier sehen Sie, das sieht so sieht es normalerweise aus, wenn die Flüssigkeit reingespritzt wird, dann hebt sich die Mukosa ab, der Polyp sitzt in der Mukosa und dann habe ich hier ein schönes Polster. Dann kann ich meine Schlinge nehmen, die darum rumlegen, das Ganze zuziehen und dann habe ich die Mukosa komplett abgetragen und das hier ist die Submukosa, obere Schicht davon ist auch ab und das eignet sich sehr gut für kleinere Polypen, aber auch für größere Polypen. Wenn ich, die kann ich dann möglicherweise nicht direkt auf einmal abtragen, also mit einer Schlingenresektion, sondern das wird dann Stück für Stück für Stück für Stück, das nennt man Piecemeal, also ein Stückwerk. So kann ich auch sehr große Polypen, also diese 10, 15 Zentimeter, kann ich auch mittels endoskopischer Mukosa-Resektion abtragen, wo ich einfach Stück für Stück diese Polypen halt abtrage. Wichtig ist halt nur, dass ich nicht erwarte, dass sie bösartig sind oder dass sie tiefer hier reinwachsen. Weil wenn die Sachen in der Submukosa reingewachsen sind, dann lösen sie, dann kann ich dieses Polster nicht so gut schaffen und dann kriege ich sie mittels dieser Methode nicht raus. Jetzt gucken wir uns wieder ein Video an. So, hier sehen wir wieder die normale Schleimhaut. So, jetzt wechseln wir in den normalen Modus, hier normale Schleimhaut. Das hier ist der Polyp. Hier komme ich mit einer kleinen Nadel raus, stecke die hier in die Schleimhaut rein und dann wird gespritzt. Dann füllt sich das Ganze hier mit diesem Farbstoffgemisch und hebt halt hier diesen Polypen an. Das führt zum einen dazu, was ich Ihnen gerade schon erzählt hatte, dass ich den jetzt viel besser erkennen kann als vorher, weil er dicker ist als die normale Schleimhaut. Und zum anderen habe ich jetzt hier ein schönes Polster in der Submukosa, sodass ich den gleich sicher abtragen kann. Jetzt führe ich hier meine Schlinge in das Gerät ein, die gleich hier unten wieder rauskommen wird, wo auch gerade die Spritze rauskam. So, das ist meine Schlinge. Die führe ich jetzt einmal aus. Da ist sie. Und lege sie einmal über den Polypen rüber. Drücke das Ganze dann runter, dass ich auch sicher in der Submukosa bin und ziehe das jetzt langsam zusammen. So, jetzt habe ich das Ganze abgewürgt und jetzt lasse ich da noch ein bisschen Strom rüberlaufen. Mach es gleich plopp, plopp. So, jetzt ist der Polyp ab. Ich schmeiße den erstmal zur Seite, den hole ich mir gleich noch. Und jetzt gucke ich mir einmal die Abtragungsfläche an. Und wenn man nochmal das letzte Bild quasi von dem Video einmal zeigt. So, genau. Da sieht man hier sehr schön diesen weißlichen Rand, das ist halt dadurch, dass einmal Strom über diese Klinge, über die Schlinge gelaufen ist, ist das Ganze so ein bisschen öde. Das führt dazu, dass es weniger blutet direkt. Und hier haben Sie in der Mitte schön den Blick auf die schön blau gefärbte Submukosa. Okay, dann machen wir weiter. Das war die endoskopische Mukosa-Resektion, die EMR. Und jetzt gucken wir uns die endoskopische Submukosa-Dissektion an. Also nicht mehr Mukosa-Resektion, sondern Submukosa-Dissektion, die sogenannte ESD. Diese Methode wenden wir an für größere Polypen, für große Polypen, für sehr große Polypen und vor allem für Polypen, wo wir erwarten, dass möglicherweise schon Vorstufen, also höhergradige Dysplasien oder vielleicht sogar schon eine frühe Krebsform besteht. Und wir können diese Methode auch gut anwenden, um Polypen abzutragen, die in Narben entstanden sind. Es ist nämlich so, dass wenn ein Polyp reduziert wird, kann es sein, dass an der gleichen Stelle nochmal ein Polyp entsteht.
Ja, in der Regel, weil dann doch irgendwie ein, zwei Zellen nicht mit abgetragen werden. Deswegen spreche ich die ganze Zeit davon, dass es wichtig ist, diese Polypen immer komplett abzutragen und nicht nur, sagen wir mal, 99%, weil dann haben sie 1% des Polypen bleibt da und der wächst dann nach. Der wächst dann in einer Narbe nach. Das Problem ist, dass in einer Narbe oft die Mucosa und die Submucosa miteinander verbacken sind und es dann nicht mehr so einfach ist, dieses Polster da zu schaffen, mit dem man dann sicher resizieren kann mittels endoskopischer Mucosa-Resektion. Und deswegen würde man dann in solchen Fällen auf die endoskopische Submucosa-Dissektion zurückgreifen. Wie funktioniert das? Wir machen auch hier wieder ein Polster, versuchen wir zu schaffen. In der Regel klappt das auch dann ganz gut. Und dann haben wir vorne an unserem Endoskop ein kleines Messer. Und mit diesem Messer schneiden wir die Schleimhaut ein, schneiden uns dann in der Submucosa entlang, dissezieren die Submucosa, deswegen Submucosa-Dissektion, und schneiden das ganze Ding Stück für Stück ab. Und am Ende haben wir ein komplettes Stück, das komplett ab ist. Und der Vorteil hier ist auch, gerade für höhergradige Dysplasien und für Krebsformen ist es für uns ja, wie gesagt, sehr, sehr wichtig zu wissen, dass es komplett raus ist und dass es komplett im Gesunden raus ist, dass nicht irgendwo noch ein kleines Restchen drin ist. Weil wenn irgendwo noch ein kleines bisschen Krebs drin ist, haben wir ein Riesenproblem. Kleines bisschen Polyp, niedriggradige Dysplasie ist blöd, ist aber kein Riesenproblem. Das große Problem kriegen wir, wenn höhergradige, beziehungsweise der Patient natürlich, das große Problem kriegen wir, wenn höhergradige Dysplasien oder schon der Krebs im Körper drin bleibt und wir das nicht mitkriegen. Und wenn wir das Ganze am Stück rausschneiden, dann kann uns der Pathologe, der das Ganze dann am Ende feingeweblich unter dem Mikroskop untersucht, kann uns am Ende sagen, ob wir das komplett rausgeholt haben oder ob da möglicherweise irgendwo noch Reste drin sind. Und dann wissen wir, dass wir nochmal ran müssen oder dass dann doch vielleicht operiert werden muss. Das ist nämlich bei der endoskopischen Mucosa-Resektion schwieriger. Solange wir nur einen Bissen machen mit der endoskopischen Mucosa-Resektion, wenn wir das alles in einem Stück kriegen, ist das kein Problem. Aber sobald wir anfangen, einen Polypen in mehreren Stücken abzuschneiden, kann uns der Pathologe am Ende nicht mehr sagen, ob es komplett raus ist, weil er ja keinen Rand hat, weil wir ja quasi die Läsion durchgeschnitten haben hier. Ne? Und dann kann er nicht mehr sagen, ob das Ganze jetzt irgendwie komplett raus ist oder nicht. Das ist der Vorteil der endoskopischen Submucosa-Dissektion. Hier haben wir am Ende ein großes Präparat, wo uns der Pathologe definitiv sagen kann, was Sache ist. Da haben wir auch ein Video. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Hatten wir vorhin nämlich Probleme. Ich glaube, es klappt nicht. Es ist schade, weil das Prinzip halt so ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich kann Ihnen leider jetzt kein Video davon zeigen. Aber das Prinzip ist, glaube ich, klar geworden. Dann kommen wir weiter zur sogenannten Vollwandresektion mittels FTRD. Sie merken, wir haben hier sehr, sehr viele Abkürzungen, ESD, EMR, FTRD. Das mögen wir Gastroenterologen scheinbar ganz gerne. FTRD steht für Full Thickness Resection Device, also ein Vollwandresektionsgerät. Und das ist wiederum ähnlich wie bei der ESD für Polypen mit erwarteter Bösartigkeit und frühe Krebsformen, für Polypen mit Narben. Es eignet sich aber aufgrund seiner Technik nicht für große Polypen. Das Prinzip ist folgendes. Hier wird es jetzt ein bisschen technisch. Die Leute versucht das zu erläutern. Hier haben sie einmal das Endoskop. Ja, und hier ist eine Kappe draufgesetzt. Und hier unten ist die Läsion. Die Läsion liegt jetzt hier einmal nicht oben in der Mucosa, sondern in der Submucosa und ist auch ziemlich nah an der Brustgeschichte unten. Das heißt, die werden wir mit unseren normalen Methoden, wenn wir die nicht rauskriegen. Was machen wir dann? Wir führen eine große Zange hier durch das Gerät ein, greifen uns die Läsion und ziehen die gesamte Darmwand einmal in diese Kappe hinein. Und dann sitzt auf der Kappe schon direkt so ein, so ein Clip, also so eine Zange quasi, so eine Klammer, die setzt sich einmal dann durch, alle Wandschichten einmal durch auf die Darmwand. Dann wird die Darmwand durchtrennt und zwar mit allen Schichten, die es da gibt, also inklusive der Außenwand. Aber weil wir vorher ja diesen Clip draufgesetzt haben, ist es jetzt trotzdem noch dicht. Und am Ende haben wir einmal die Mucosa, die Submucosa, die Muskelschicht und auch die Serosa, also die Außenschicht. Also eine komplette Vollwand. Der Vorteil hier ist, dass wiederum der Pathologe uns sagen kann, ob wir alles rausgeholt haben oder nicht. Und er kann oft auch schon sagen, ob hier ein Lymphknoten
mit betroffen ist. Oft hat man dann gleich noch direkt einen Lymphknoten mit dabei. Ist nicht immer so, aber oft. Und der kann uns auch sagen, wie tief es eingewachsen ist. Das eignet sich halt, wie gesagt, vor allem für frühe Krebsformen, die man so teilweise auch endoskopisch komplett heilend rausschneiden kann. Und halt für, wenn das Ganze hier völlig narbig verbacken ist, kann man so halt auch nochmal versuchen, das zu machen, ohne dass man dann am Ende vielleicht doch operieren muss. Es kann auch sein, dass man eine frühe Krebsform so rauskriegt und der Pathologe sagt uns, okay, das ist schon relativ groß, der Lymphknoten ist auch schon betroffen, dann würde man dennoch noch eine Operation anschließen. Und eine Limitation, die man sich vielleicht hier auch schon denken kann, einen 10 cm Polypen kriegen wir somit nicht mit. Das Ding darf nicht zu groß sein. Ne? So ein, maximal 2 cm, 2 cm ist fast auch schon zu groß. Mehr können wir da, größer können die damit nicht sein. Diesen einen Polypen, den ich Ihnen gezeigt habe mit der künstlichen Intelligenz, den kann man so gut rausholen. Der ist klein, der ist sehr bösartig, den würde man da auch mit dieser Methode rausholen, will man so rauskriegen, damit man ihn komplett raus hat. Aber größere Sachen werden dann schon langsam schwierig. Das ist die Limitation von diesem eigentlich sehr schönen Gerät. Und dann ist es technisch relativ komplex, da müssen noch ein paar andere Bedingungen müssen da stimmen, damit das klappt, aber das nur so am Rande. Es ist keine Standardmethode, es ist keine Methode, die oft angewandt wird, aber sie hat ihre Berechtigung und ist quasi dann so der letzte Schritt, wovon man sagt, okay, jetzt haben wir keine Chance mehr als Gastroenterologen, jetzt muss der Chirurg doch seine Messer wetzen und das Stück Darm muss raus. So. Als nächstes will ich Ihnen was zur Vorsorge erzählen und wie es eigentlich nach so einer Darmspiegelung weitergeht. Hatte gesehen, im Chat war dazu auch schon eine Frage. Erstmal prinzipiell, nachdem man so eine Resektion gehabt hat, wie schaut das dann aus? Man kann danach prinzipiell wieder anfangen zu essen, man kann auch seine Medikamente wieder mitnehmen und wichtig ist aber, dass der Untersucher oder die Untersucherin anhand des Eingriffs, der Größe des Eingriffs, also wie groß war der Polyp, wie viel wurde geschnitten, wie wurde geschnitten, wie oft wurde geschnitten, dann halt am Ende dann einmal festlegt, wann die Nahrung wieder eingenommen werden kann und wann die Medikamente wieder eingenommen werden können. Entschuldigung. Dann ist es so, dass wir auf das feingewebliche Ergebnis der Untersuchung halt warten und abhängig davon wird dann die Empfehlung ausgesprochen, wie es weitergehen soll. Ja. Und hier ist einmal das klassische Nachsorgeschema aufgeführt. Das braucht Sie jetzt im Detail gar nicht so sehr interessieren. Das ist relativ kleinteilig. Aber Sie merken schon, hier ist 1-2, 3-4, über 5 und die Zahlen werden immer kleiner. Dann wird hier nur diese Piecemeal-Technik, also dieses Stückwerk aufgeführt. Und prinzipiell ist es einfach so, je mehr Polypen da sind, je größer sie sind und je mehr Dysplasien sie haben, desto häufiger muss man reinschauen, desto schneller muss so eine Kontrollkoloskopie durchgeführt werden. Wenn man das Ganze im Stückwerk abträgt, ist es teilweise sogar so, dass man sich nach 3, 6, 12 Monaten wiedersehen sollte, weil wir einfach wissen, dass das Risiko bei dieser Stückwerkresektion höher ist, dass vielleicht noch irgendwo ein Rest ist. Und den wollen wir natürlich dann erstmal nicht in 10 Jahren rausschneiden, wenn er wieder riesig groß geworden ist oder vielleicht sogar ein Tumor raus entstanden ist, sondern wenn wir schon wissen, da war mal was und wir haben es Stück für Stück rausgeholt, dann gucken wir uns das wieder nochmal an. Und dann kann man gegebenenfalls einen kleinen Rest, der nachgewachsen ist, dann nochmal rausschneiden mit den Methoden, die ich Ihnen gerade genannt habe. So, jetzt geht es darum Vorsorge. Warum machen wir das eigentlich? Hier sehen Sie einmal die Statistik für 2018 von Krebssterbefällen in Deutschland. Also wie viel Prozent von Krebssterbefällen fallen auf die einzelnen verschiedenen Tumorlokalisationen? Sie sehen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, 11% aller Menschen, die in Deutschland an Krebs sterben, sterben an einem Dickdarmkrebs, an einem Darmkrebs. Und das ist prinzipiell eigentlich ein, zumindest in großen Teilen, vermeidbarer Krebs. Und deshalb machen wir die Vorsorge. Ich habe jetzt hier so ein paar Statistiken mal ausgegraben, die eigentlich relativ eindrücklich, finde ich, sind, weil sie irgendwie halt ganz anschaulich sind. Wir schauen uns hier einmal an, von 1000 Frauen im Alter von 55 Jahren, die dann entweder eine Früherkennung machen oder nicht, sterben innerhalb von 10 Jahren an Darmkrebs, ohne Früherkennung 2 und mit Darmspiegelung nur 1. Das heißt, halb so viele sterben. Ja. Und es treten auch weniger Krebsarten auf. Nicht jeder Krebs führt sofort zum Tod natürlich, aber er führt natürlich zu einer Belastung. Operation, Chemotherapie,
dann auch die Sorge natürlich, kommt er wieder oder nicht. Und wenn man dann weiter guckt, 1000 Frauen im Alter von 65 Jahren, 10 Jahre später, sterben schon 5 Patientinnen ohne Früherkennung an Darmkrebs und mit Darmspiegelung nur 2 bis 4. Und wenn wir dann bei meinen Männern schauen, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, sterben ohne Früherkennung von 1000 Männern 4 und mit Darmspiegelung nur 1 bis 3. Wenn wir da auf 65 gehen, sterben an Darmkrebs 9 von 1000 Männern ohne Früherkennung und mit Darmspiegelung nur 3 bis 6. Also 1/3 bis 2/3 spart man sich. Ja. Und auch hier entsprechend steigen die Zahlen auch überhaupt des vermiedenen Darmkrebses. Und das ist der Grund, warum wir natürlich als Gastroenterologen, aber auch allgemein dafür plädieren, diese Darmkrebsvorsorge wahrzunehmen. Wir im Krankenhaus verdienen kein Geld daran. Wir verdienen Geld mit den großen Polypen, aber die Darmkrebsvorsorge machen wir bei uns im Krankenhaus nicht. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie keinen Gewinn daran, Ihnen das irgendwie zu verkaufen. Und deswegen hier nochmal die Früherkennungsempfehlung. Ab 50 Jahren wird die Früherkennung bezahlt. Dann erstmal einmal mit dem Test auf verstecktem Blut. Und weil Männer halt gefährdeter sind als Frauen, fängt man bei den Männern früher an, auch eine Darmspiegelung zu empfehlen. Und wenn man keine Lust hat, eine Darmspiegelung zu machen, kann man zumindest diese Stuhluntersuchung dann auch weitermachen. Und wenn die positiv ist, dann kommen Sie vorbei, gehen Sie zu Ihrem Gastroenterologen, lassen Sie sich einmal den Darm anschauen und wenn da was ist, was ein bisschen größer ist, dann können Sie auch gerne zu uns kommen. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und lade Sie jetzt ein, nochmal im Chat weiter Fragen zu stellen. Ich werde einmal reinschauen, was wir da schon drin haben. Da war einmal die Frage, wenn man bei der vorletzten Darmspiegelung Polypen entfernt bekam und dann nach 3 Jahren bei der folgenden Darmspiegelung 0 Polypen hat, wie ist dann der Status für die nächste Darmspiegelung? Also sagen wir mal, das ist ein relativ häufiges Szenario. Man hat bei der ersten Darmspiegelung ein paar Polypen bekommen, bei der nächsten wurden keine mehr, ein paar Polypen reduziert bekommen und hat dann bei der nächsten Darmspiegelung war dann alles sauber. Das ist erstmal sehr gut. Aber die Frage, wann die nächste Darmspiegelung stattfinden muss, hängt so von mehreren Sachen ab. Und zwar einerseits, wie viele Polypen waren beim ersten Mal da? Wie groß waren die? Wie sahen die unter dem Mikroskop aus? Wie wurden die entfernt? Und wie schnell danach wurde die nächste Darmspiegelung gemacht? Und das ist eine Frage, die man mit dem Untersucher oder der Untersucherin klären muss, weil die muss eine Empfehlung abgeben. Das kann ich jetzt so nicht beantworten, aber das ist das Prinzip. Fragen Sie Ihre Gastroenterologen, fragen Sie Ihren Gastroenterologen, der kann Ihnen das genau beantworten. Dann einmal die Frage, sollte man mit über 80 Jahren noch eine Routine-Darmspiegelung machen lassen? Das ist eine gute Frage. Es gibt prinzipiell kein Alter, wo man sagt, hier macht eine Darmspiegelung keinen Sinn mehr. Wichtig ist das biologische Alter. Es gibt Leute, die sind mit 60 oder 70 in einem Status, wo man weiß, Vorsorge bringt denen überhaupt nichts mehr. Und dann gibt es Leute, die sind mit 80 topfit und da erwartet man nicht, dass es irgendwann demnächst mal vorbeigehen sollte. Keine Vorerkrankungen, selbstständige Lebensführung. Man spricht auch nichts dagegen, noch eine Darmspiegelung als Vorsorge zu machen. Das kann man dann durchaus machen. Dann nochmal eine Frage zu der KI. Ich glaube, die hatte ich aber auch schon beantwortet. Also es ist noch nicht Routine. Ich glaube, das kann uns gut dienen. Der Professor Röscher hat das, glaube ich, mal gesagt, der hier am UKI sitzt, dass die KI eigentlich eine ganz gute Idee ist. Nur werden wir damit halt viel mehr Polypen und viel mehr sehr, sehr kleine Polypen sehen. Und die Frage ist so ein bisschen, diese kleinen Polypen, wird aus denen überhaupt irgendwann mal was oder sind die in 10 Jahren wieder verschwunden, weil es doch irgendwie eine Selbstheilungskraft gab der Schleimhaut. Und wenn wir jetzt auf einmal bei jedem diese kleinen 2-3 Millimeter großen Polypen sehen und resizieren mittels der, weil wir sie durch die KI einfach gesehen haben, was machen wir dann mit unseren Empfehlungen, wo wir von 1 bis 2 Polypen in 10 Jahren sprechen, wenn wir bei jedem 10 Polypen finden, weil wir überall diese winzig kleinen Dinger sehen? Das ist so eine Frage, die sich dann daraus auch noch ergibt und auf die haben wir noch keine Antwort. Aber die künstliche Intelligenz ist auch noch nicht in der Routine angekommen. So, machen Sie auch Koloskopie bei Schwangeren, bei Rektalblutungen, die nicht von Hämorrhoiden kommen? Ja, also klar,
Schwangere sind nicht von Darmspiegelungen ausgeschlossen, auch nicht von Magenspiegelungen. Man hält sich natürlich zurück. Wenn es nicht sein muss, würde man so eine Darmspiegelung natürlich dann nicht während der Schwangerschaft machen, sondern danach machen. Das kommt ein bisschen drauf an, auf den einzelnen Fall. Prinzipiell kann man das machen, aber natürlich hat man dann ein höheres Risiko und auch das Risiko für das Kind. Das ist eine sehr spezielle Situation. Wenn da Beratungsbedarf besteht, kann man sich gerne bei uns in der Sprechstunde vorstellen. Ich werde mal gucken, dass ich irgendwo nochmal die Kontaktdaten, die habe ich jetzt gar nicht hier, schreibe die vielleicht gleich einmal in den Chat nochmal rein, wo man sich bei uns in der Sprechstunde einen Termin holen kann. Ansonsten finden Sie das auch auf unserer Internetseite, wo Sie sich ja auch angemeldet haben. Wenn Sie da auf Gastroenterologie gehen, dann kriegen Sie da auch alle Kontaktdaten und dann können Sie sich dahin wenden. Prinzipiell natürlich, Blutungen rektal sollten abgeklärt werden, gerade wenn sie stark sind, kann das ja auch darüber nochmal ein Risiko entstehen. Und prinzipiell spricht, es gibt keine generelle Aussage, dass man Schwangere nicht irgendwie im Darm spiegeln darf. Ne? So. Dann einmal Dank, sehr gerne. Dann noch mal eine Frage. Erblich vorbelastet, Vater Darmkrebs, Großmutter Gebärmutterhalskrebs, regelmäßige Vorsorgespiegelung im Krankenhaus. Und jetzt der letzte Arzt hat dann gesagt, in 5 Jahren erst wieder gucken, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Das kommt halt wieder so ein bisschen drauf an. Wie viele Polypen, wie groß die Polypen waren, wie sie entfernt worden, wie sie unter dem Mikroskop aussahen. Prinzipiell würde ich erstmal sagen, ihr behandelnder Arzt hat da die besten Informationen und kann Ihnen dann auch die beste Empfehlung geben. Da kann ich jetzt so mit den Informationen keiner nicht sagen, dass das irgendwie sinnlos wäre oder dass man das auf jeden Fall früher machen müsste. Sonst sprechen Sie nochmal mit ihm. Wenn Sie Sorge haben, kann man da gegebenenfalls auch noch was machen, dass man vielleicht dann auch engmaschiger reinguckt. So, dann einmal die Frage bezüglich Dünndarmpolypen. Dünndarmpolypen sind speziell, die sind relativ selten. Das ist das Gute. Deswegen machen wir auch keine Vorsorgeuntersuchung auf Dünndarmpolypen, weil die häufig halt im Zusammenhang mit diesem Polyposesyndrom, von denen ich erzählt habe, auftreten und nicht bei der normalen Bevölkerung sozusagen. Und wenn Dünndarmpolypen auftreten, ist es oft auch so, also es gibt da noch Adenom, gibt es auch im Dünndarm. Das ist dann immer, gerade wenn mehrere da sind, auch für einen Hinweis, dass vielleicht doch irgendwie eins von diesen genetischen Syndromen halt vorliegt. Die sind aber glücklicherweise, in Anführungszeichen, in der Regel relativ weit oben lokalisiert im Dünndarm und können dann oft im Rahmen von einer Magenspiegelung, also Ösophagogastroduodenoskopie, also Speiseröhren, Magen und auch Dünndarmspiegelung, diese 12-Fingerdarmspiegelung gesehen werden. Aber es macht auch keinen Sinn und es gibt auch keine Empfehlung dazu, irgendwie nach Dickdarmpolypen zu suchen, weil sie einfach sehr selten sind und nicht dieses Krebsrisiko haben, also dieses Risiko, dass man einen Dünndarmkrebs erleidet. Das ist sehr, sehr selten. Und dann noch die Frage, ja, dass die Vorbereitungslösung nicht gut schmeckt. Es gibt unterschiedliche Vorbereitungslösungen, die Firmen arbeiten auch daran, das angenehmer zu machen. Es ist aber natürlich wie so bei so vielen Medikamenten so, wenn sie halt, sie erreichen mit dem Standardmedikament eine sehr gute Darmreinigung und es gibt keinen per se medizinischen Grund, jetzt eine andere Lösung zu nehmen, die vielleicht besser schmeckt, die dann aber teurer ist. Das zahlt dann wiederum die Krankenkasse nicht. Sie können sich aber natürlich selber, wenn Sie sagen, okay, das will ich überhaupt nicht trinken, aber ich will trotzdem diese Darmspiegelung machen, dann können Sie sich halt selber eine andere Lösung holen, die vielleicht besser schmeckt. Aber das ist wiederum eine Sache, das zahlt dann die Krankenkasse halt in der Regel nicht, wenn Sie jetzt gesetzlich versichert sind. Da kann ich leider auch nichts dran machen. So, jetzt haben wir schon ein paar Fragen beantwortet. Noch einmal der Hinweis, dass ich zu schnell spreche. Das höre ich leider oft. Ich hoffe, dass Sie mir trotzdem
folgen konnten, auch wenn ich leider teilweise etwas schnell gesprochen habe, wahrscheinlich. So, ich warte noch mal ein Minütchen oder zwei, ob noch weitere Fragen kommen. Schau nochmal rüber, ob ich irgendwas übersehen habe. Okay, wir setzen keine neuen Fragen. Wie gesagt, wenn es noch irgendwelche speziellen Sachen gibt, die Sie wissen wollen, die irgendwelche weiteren Spezialfälle, die unklar sind für Sie, dann können Sie auch immer gerne unser Sekretariat von der Gastroenterologie kontaktieren. Die Kontaktdaten finden Sie, wie gesagt, bei uns auf der Homepage oder machen Sie sich einen Termin bei uns in der Sprechstunde, wenn es um spezielle Fragestellungen geht. Dazu sollte man wissen, wir machen bei uns im Krankenhaus halt keine normalen Vorsorgeuntersuchungen, sondern bei uns kommen Sie halt, wenn wir halt diese Situation haben, es gibt einen speziellen Fall, Schwangere, natürlich, die macht man nicht in der Praxis, diese Untersuchung. Oder wenn halt der Gastroenterologe sagt, okay, das sind jetzt zu viele Polypen, die sind zu groß. Oder wenn man irgendwelche anderen Gründe hat, warum das Ganze in einem stationären Setting, im Krankenhaus-Setting stattfinden sollte, dann können Sie sich gerne bei uns in der Sprechstunde auch vorstellen. Und dann sprechen Sie mit einem meiner Kollegen oder meiner Kolleginnen. Und dann kann man da schauen, dass man Ihnen gut helfen kann. Okay, eine Minute machen wir noch, falls noch Fragen kommen. Ansonsten bedanke ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre rege Teilnahme mit den vielen Fragen. Das ist immer ganz schön, gerade wenn man halt nicht in einem Hörsaal sitzt und sich mit dem Patienten direkt unterhalten kann, den Leuten in die Augen gucken kann, weiß man nicht so genau, ob man jetzt hier gerade irgendwo in den Äther reinspricht und irgendwie alle anderen, weiß ich nicht, lassen da nebenbei Netflix laufen oder sowas in der Richtung. Und das ist natürlich ganz schön, wenn man dann entsprechendes Feedback bekommt und dann halt auch Fragen noch darauf zurück. Das ist ganz nett auf jeden Fall. Okay, gut, keine weiteren Fragen. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Und schauen Sie gerne nochmal rein, Sprechstunde Altona. Wir haben noch weitere andere spannende Themen in den nächsten Monaten. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.